Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Beziehungsweise wir packen welche aus. Es hat mich nämlich wieder eine Bücherwundertüte erreicht. ja, wer mich schon etwas länger verfolgt, der kennt das Spiel schon. Ich habe eine Bekannte. Wir haben uns im Kino kennengelernt und treffen uns dort auch regelmäßig. Wir sind halt begeisterte Filmgucker. Also wir haben beide so eine Kino-Flatrate-Karte, womit man halt für einen gewissen Preis jeden Film gucken kann. Und ja, das nutzen wir aus und treffen uns halt dementsprechend häufig. Und sie weiß, dass ich gern lese. Und sie liest auch gerne. Halt nicht so viel wie ich und viele von euch, sondern halt so gelegentlich mal. Und in ihrem Bekanntenkreis wird so untereinander immer alles getauscht und die Bücher werden von einer Hand in die nächste gegeben. Und zum Schluss landen sie dann bei ihr und leider dann halt meistens im Papiermüll. Und ich habe ihr irgendwann mal gesagt, dass ich das halt schade finde, dass da so viel weggeschmissen wird. So, was, warum geben sie es nicht einfach weiter, so an eine Büchertelefonzelle oder so? Und leider ist da in der Nähe wirklich keine, wo sie wohnt. Und jetzt machen wir es immer so, dass sie mir ab und zu mal so eine Tasche voll Bücher mitbringt. Ich gucke durch, was mir noch gefallen könnte. Entscheide dann, was vielleicht wirklich in den Papiermüll muss, weil es wirklich total abgegriffen ist. Oder ja, den Rest bringe ich in die Büchertelefonzelle, denn bei mir im Ort ist eine. So, und deswegen gucken wir jetzt einfach mal da rein, was da so dabei ist. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Schätzchen. Liebesromane sollen wohl diesmal nicht drin sein. Aber beim letzten Mal hatten wir ja übelst viele Konsalix. Also wie gesagt, das können uralte Sachen sein. Wir hatten beim letzten Mal auch Klassiker oder so. Ich verlinke euch das Video mal oben. Könnt ihr ja mal gucken, wenn euch das interessiert. Und diesmal sollen Kochbücher drin sein und Biografien wohl einige. Und ja, mal gucken. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Schatz. Ich habe nichts gegen alte Bücher. Ich habe auch nichts gegen vergilbte Bücher, solange sie nicht so richtig, richtig eklig gelb sind. Solange sie keine Stockflecken haben. Ich habe auch nichts bei so geschenkten, gebrauchten Büchern, habe ich auch nichts gegen Leserillen. Es sollte halt nicht irgendwie so eklig sein, das Buch so, ja. Aber ja, gut, wir gucken mal. Das erste Buch, das wir hier haben, ist von Friedrich Merz. Nur wer sich ändert, wird bestehen. Ich glaube, der Kandidat ist wirklich schon ein bisschen älter. Das meinte sie wohl mit Biografien. Von wann ist das denn? 2004. Ist schon alt, aber jetzt noch nicht so uralt. Ich hätte jetzt, ey, bei dem Cover hätte ich gedacht, das ist irgendwie noch älter, wirklich. Aber das ist definitiv nichts für mich. Ich glaube, das ist auch so ein Buch. Ganz ehrlich, das ist ja auch nicht mehr aktuell, ne? Ah, nee, also das kann weg. Dann haben wir ein Buch, das sieht aus, als wäre das mal in irgendeiner Handtasche mitgegangen. So krass wie das hier. Little Bee von Chris Cleave. Ich guck mal, worum es da geht. Oh, das klingt aber tatsächlich interessant. Es geht hier um ein afrikanisches Mädchen aus Nigeria, das nach England kommt und Sarah, eine erfolgreiche Journalistin, trifft. Ein dramatischer Vorfall in der Vergangenheit verbindet die beiden. Oh, das klingt aber gut. Also, von wann ist das? Ist das schon älter? Oder ist das einfach nur, sieht das echt nur so abgegriffen aus? 2008. Nee, 2011. Ich glaube, das würde ich mir mal beiseite legen. Ich finde, das klingt jetzt gar nicht so interessant. Ist halt, das ist halt schon. Ja, wie gesagt, ich glaube, das war in irgendeiner Handtasche mit unterwegs. Dann haben wir hier Keine Angst vor schlechten Zeiten, die Geschichte meines Lebens von Karl-Heinz Schroth. Ich glaube, das ist nichts für mich. Aber sie hatte recht, es sind hier doch Biografien drin. Dann haben wir hier Catherine Gaskin wie Sand am Meer. Das ist in einem noch relativ guten Zustand. Ich guck mal, worum es da geht. Das ist schon ein bisschen vergilbt, aber. Das ist so nicht mein Ding. Da geht es um eine Frau, die zur Kolonialzeit, glaube ich, nach Australien geschickt wird. Ja, irgendwie mit der Besiedlung Australiens hat das was zu tun. Historische Sachen sind ja nicht so meins, ne? Dann haben wir von Madge Swindles Schatten des Glücks. Ach ja, das ist auch schon ein bisschen sehr vergilbt. Ein Ehepaar, die keine besonders glückliche Ehe mehr führen und einen Segeltörn machen wollen.
das klingt aber gut. Die machen einen Segelturn und dann explodiert irgendwie die Yacht und der Mann stirbt, die Frau überlebt und ist sich sicher, es war ein Anschlag auf das Leben ihres Mannes, denn er hat ein Doppelleben geführt. Niemand glaubt ihr, bis ein zweites Unglück geschieht. Ich finde, das klingt gar nicht schlecht. Das sieht noch recht sauber aus, also es ist einfach nur vergilbt. Ich glaube, das schaue ich mir mal an. Das ist. Wie gesagt, also ich habe nichts gegen alte Bücher, weil Buchstaben sind alle noch drin. Und selbst wenn die Bücher aus den. Ich habe irgendwo noch ein Buch aus den 80ern oder so. Das hat ja auch seinen gewissen Charme, ne? Also, was haben wir hier? Heinz Sielmann. Tiergeschichten, die ich gerne lese. Europäische Tiere in Erzählungen und Berichten. Naja, also das ist ja auch wieder so ein Ding. Also ich frage mich, woher die immer diese Bücher haben. Vielleicht, ja gut, die sortiert dann wahrscheinlich irgendeiner bei denen aus und die werden dann noch weitergegeben und irgendeiner meint, er liest sie noch und dann zum Schluss landen sie halt da irgendwie, ne? Ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall nichts für mich. Hier haben wir eine Ausgabe von Moulin Rouge. Ist schon nett aufgemacht. Beim letzten Mal hatten wir die drei Musketiere. Aber das ist nichts für mich. Das sieht aber auch schon sehr, sehr durch aus. Das wird auch schon, das hat auch schon Flecken und so. Wenn mich Klassiker interessieren würden, wäre es vielleicht noch was für mich. Aber das Buch hat, glaube ich, seine besten Zeiten auch schon hinter sich. Oh, hier ist was. Ella Thompsons Sommerträume auf Cape Cod. Ich glaube, das ist sogar auf meiner Wunschliste. War das nicht? Ich glaube, Paula von The Reading Fox hat mir von irgendeinem Ella Thompson-Teil mal vorgeschwärmt. Ich guck mal, worum es da geht. Hier geht es um Andrew, der irgendwie auf Cape Cod gewohnt hat und da ist was passiert. Das hat dafür gesorgt, dass er dann gegangen ist. Und jetzt kommt er zurück und trifft dort auf seine erste Liebe, Holly Clark, die immer noch dort wohnt. Und die begegnen sich und die Vertrautheit ist halt immer noch da. Also es wird so ein. Ja, so ein netter Frauenroman, Second Chances sein. Der bleibt auf jeden Fall hier. Allein dafür hat sich die Tüte schon gelohnt. So, das sieht hier wieder nach Biografie. Nee, Maeve Binchy, Insel der Sterne. Okay. Die Dame, sie hat mich, ich habe jetzt erst gedacht, das wäre irgendwie. Die hat mich total an Jessica Fletcher erinnert. Ich weiß nicht, von Mord ist ihr Hobby. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Worum geht's denn hier? Ich hätte es nicht gedacht, aber das klingt ganz gut. Es geht hier um vier Fremde, die auf einer griechischen Insel aufeinandertreffen. Die fliehen alle irgendwie vor ihrem bisherigen Leben und dann passiert irgendeine Tragödie, die sie zwingt, noch einmal neu anzufangen. Das klingt cool. Das Buch ist auch noch sauber, also ist noch nicht mal vergilbt oder so. Der Schutzumschlag ist ein bisschen angestoßen, aber ja, obwohl das auch schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das lasse ich mal hier. Ich lese ja gerne über so Inseln und so. Griechisches Setting ist doch cool. Was ist das denn? Was spielen wir? Cool aussehen tut's ja. Aber was ist das? Oh, das ist schon uralt. Ach, das ist wieder wie im letzten Dings dieser Partyratgeber, der da dabei war aus den 70ern. Hier werden einfach Spiele erklärt. Okay, aber das Buch ist auch schon so vergilbt. Das ist halt das Ding, ne? Niemand will das mehr wirklich lesen, weil das so oll ist und so abgegriffen. Aber es ist irgendwie voll schade, sowas wegzuwerfen. Naja. So, was haben wir hier? Master your phrases. Der Schlüssel zum sicheren Englisch. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich verstehe das auch so ganz gut. Yummy Mummy. Ein Yummy-Mummy-Kochbuch. Essen für Kinder von 0 bis 15 Jahren. Also. Oh, das war schön aufgemacht. Das ist schön bebildert und so. Brokkoli-Buletten mit Möhrenpüree. Oh, das klingt lecker. Das ist cool. Da werde ich mal durchgucken, ob da noch vielleicht doch auch für mich das ein oder andere Rezept dabei ist. Ich habe ja keine Kinder. Aber. Finde ich eigentlich ganz cool. Da gucke ich mal rein. Dann haben wir noch so ein Ding. 365 Wege zur Achtsamkeit. Wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit und Lebensfreude. Das ist auch so ein schön aufgemachtes Buch.
das ist so, was hier drin ist, ne? Da haben wir diese ganz alten Schinken und dann diese hübschen. Hier sind dann so. Ach, guck mal, hier sind auch Rezepte drin, Mandalas. Ach ja. Das ist aber süß. Das schaue ich mir auch mal näher an. Ist auch schon älter? Weiß ich gar nicht. Steht hier nicht drauf. Ist aber süß. Ich bin erstaunt. So, jetzt sind hier. Was haben wir denn hier? Jude Devereaux, das Lavendelhaus in der Weltbild-Edition. Ich bin der Meinung, davon habe ich schon mal was gehört. Ich lese mal, worum es geht. Das klingt tatsächlich gar nicht schlecht. Hier geht es um Jocelyn Minton. Die war 5 Jahre alt, als ihre Mami starb. Und dann hat sie bei ihrer älteren Nachbarin Edeline, Trost gefunden. Und Jahre später stirbt diese Frau und hinterlässt Jocelyn ihr Haus. Und darin auch irgendwie ein Brief mit Hinweisen auf ein Familiengeheimnis. Doch damit nicht genug. In Virginia gibt es wohl auch den idealen Mann für Jocelyn. Nachdem ich hatte in der letzten Tüte auch so ein Familiengeheimnis-Roman, die Zwillinge von Summerborn. Und der hat mir auch übelst gut gefallen. Und deswegen werde ich das Buch einfach mal hier behalten. Das ist auch noch recht sauber, ein bisschen vergilbt, aber ich habe auch... Also gegen Gilb kann man halt auch nichts sagen, weil ich habe Bücher in meinem Regal, die habe ich noch nicht mal gelesen und die sind 3-4 Jahre alt und die sind auch übelst vergilbt, obwohl hier immer in diesem Zimmer, also fast immer, der Rollladen unten ist. Da kein Licht und so dran kommt, das ist schon kaum zu verhindern bei manchen Papiersorten. Oh, hier ist ein ganz alter Kandidat. Der Würger von Notting Hill von Christian Herrmann. Große Londoner Kriminalfälle. Der Kandidat. Oh, der ist schon so, also das ist ja schon so braunspeckig. Also es sieht hier schlimmer aus. Der darf weiterziehen. Ein Konsalik. Liebe auf heißem Sand. Ohne Schutzumschlag. Und also der ist schon richtig, der ist nicht mehr schön. Und hat mal einem Werner Hof gehört. Werner, wenn du dich schon hier drin veröffentlichst, pass doch ein bisschen auf deine Bücher auf, dass die nicht so siffig sind. Das ist doch nicht schön. Das bleibt natürlich nicht hier. Oh! Ja, kommen wir gleich zu. Ich kann ja schon wieder mehr sehen. Wolfgang Büscher, Heartland, zu Fuß durch Amerika. Sieht noch gut aus. Mal gucken, worum es da geht. Vermutlich darum, dass er zu Fuß durch Amerika geht, oder? Ah, nee, ich habe mal hinten drauf geguckt. Prinzipiell hätte ich es ganz cool gefunden, jemanden bei so einer Zu-Fuß-Reise zu verfolgen. Bei so einer Art Pilgerreise. Aber wenn ich schon diesen Monolog hinten drauf lese, wie der Mann das schreibt, dann weiß ich, dass das nicht mein Ding ist. So, jetzt, warum ich eben schon aufgehoben habe. Wir haben hier noch den zweiten von Ella Thompson. Wiedersehen am Harbor Beach. Ja, es wird auch wieder so ein netter Frauenroman sein. Sieht auch noch ganz gut aus. Darf hier bleiben. Jetzt kommen wir wieder zu den 80er-Jahre-Romanen von Hans Ernst am Sonnenhof. Aber dafür, von wann ist das? 6. Auflage 1986. Und dafür sind die Seiten noch, also nahezu blütenweiß. Also, da hatte ich schon Bücher, da habe ich in meinem Regal Bücher, die sind gelber, obwohl da nie was dran kommt. Ach, so. Gernot Grischk, die denkwürdige Geschichte der Kirschkernspuckerbande. Da weiß ich jetzt schon, das spricht mich gar nicht an. Als nächstes haben wir Harry Hagman, bezaubernder Bösewicht. Ach, das ist hier der gute Mann aus Dallas. Der hat doch J.R. gespielt, oder? Doch, ja. Und er war Major Tony Nelson in Die bezaubernde Genie. Ach, echt? Krass. Also, wäre ich jetzt Fan von ihm, würde ich mir das vielleicht durchlesen, aber darf weiterziehen. Das Leben ist kein Würfelspiel von Rudolf Petershagen. Also, das Buch ist schon so abgegriffen, das darf weiter. Das wird auch keinen neuen Besitzer, glaube ich, verfinden. Dann haben wir hier das Ferienlesebuch. 10 Mark hat das gekostet. Geschichten für sonnige Stunden.
Ich find das abgefahren, wie sich die Covergestaltung innerhalb der letzten Jahrzehnte so verändert hat. Ne? Das hat, ja, 10 Mark hat es gekostet. Und von wann ist es? Von 1995. Heute würde es mindestens 10 Euro kosten. Und ja, ich denke mal, es sind so Kurzgeschichten einfach, ja. Ja, genau, einfach nur. Das darf aber dann auch weg. So, was haben wir hier noch? Lisa Jackson, sanft will ich dich töten. Das würde mich jetzt prinzipiell wahrscheinlich interessieren, aber das sieht so. Oh, ja. Da hat man ein Kind reingemalt und auch das ganze Cover ist total zerknetet. Also nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich noch. Das ganze Buch ist voll gemalt. Oh nein! dass das überhaupt den Weg in diese Tasche gefunden hat. Ja, das darf dann auch in die Mülltonne, das will ja niemand mehr lesen. Lügen im Weltraum, von der Mondlandung zur Weltherrschaft, Sachbuch des Monats, von Gerhard Wisniewski. Ja, Gesundheit. Das klingt so nach Verschwörungstheorie. Nee. Fifty Shades of Grey, gefährliche Liebe. Das habe ich schon. Sieht aber noch gut aus. Hier unten ein bisschen bestoßen. Wie gesagt, das habe ich schon, aber das wird bestimmt einen neuen Besitzer finden. Jules Verne, ein Kapitän von 15 Jahren. Das sieht aber noch gut aus. Also das ist irgendwie so eine Klassikerausgabe. Das wird bestimmt ein. Also ich lese ja keine Klassiker. Ich brauche einfach nur stupide, anspruchslose Unterhaltung, wenn ich ein Buch lese. Aber das wird bestimmt noch jemanden finden, der das zu schätzen weiß. Das sieht echt noch gut aus. Das ist noch richtig schön sauber und so. Jonathan Swift, Gullivers Reisen. Auch das sieht noch richtig gut aus. Also ist noch richtig sauber, richtig weiße Seiten. Da wird sich in der Büchertelefonzelle garantiert jemand freuen, der das findet. Und zu guter Letzt Die Stadt hinter dem Strom von Hermann Cassack. Sieht auch nach einem Klassiker oder sowas aus. Ich oute mich jetzt als nicht besonders bewandert, was das angeht. Sieht aber auch echt noch gut aus. Also da hat jemand gut auf seine Bücher aufgepasst. Das war's, die Tasche ist leer. Ja, ein bisschen was wird doch hier bleiben. Die Bücher von Ella Thompson, diese Kochbücher und dieser Griechenland-Roman. Ach ja, ist doch ganz nett, ist eine ganz nette Ausbeute. Da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu lesen und mir ein bisschen was anzuschauen. Und ich werde dann noch sortieren, was meiner Meinung nach wirklich in den Papiermüll kann und was noch in der Büchertelefonzelle auf neue Zuhause warten kann. Ja. Und schön, dass ihr dabei wart. Es hat wieder Spaß gemacht, einfach mal so ein bisschen in diesem bunten Gemisch aus allem zu wühlen. Ich fand's lustig. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.